Mühlhausen in Thüringen. Mitten in Deutschland gelegen, Kleinstadt mit großer Geschichte. Mühlhausen im späten Mittelalter. Freie Reichsstadt, Hansestadt, Handels- und Handwerkerstadt, Großstadt, Hochburg der Textilverarbeitung. Mühlhausen ab Ende des 19. Jahrhunderts. Aufstrebender Industriestandort, Entstehung von Großbetrieben in der Textil-, Leicht- und Schwerindustrie. Mühlhausen zu DDR-Zeiten. Zentrum der DDR-Textilindustrie und Textilverarbeitung, Leicht- und Schwerindustriestandort, Vollbeschäftigung. Mühlhausen nach der Wende. Industrieabbau, fehlende Arbeitsplätze, Bevölkerungsrückgang, Firmenkahlschlag und Finanznot. Willkommen zum dritten Teil der Reihe mit Abrissbirne, Bagger und Baugerüst unterwegs in Mühlhausen. Wie Sie wahrscheinlich schon ahnen, geht es um die seit 1989-90 abgerissenen, umgebauten oder ausgelagerten Betriebe unserer Stadt. Um sich ein Bild der bis 1989 ansässigen Betriebe der Stadt zu machen, nehme ich wieder eine Karte zu Hilfe und markiere die wichtigsten Firmen mit über 100 Beschäftigten und ihren ungefähren Standort mit einem hellblauen Kästchen. Das wird eine Weile dauern, denn es sind nicht wenige. Beginnen wir mit dem für Mühlhausen wichtigsten Industriezweig, der Textilherstellung, Veredelung und Verarbeitung. Überregional bekannt und auch im westlichen Ausland geschätzt war der VEB Mühlana, der ursprünglich VEB Einheit hieß, mit seinen 5 Mühlhäuser Betriebsteilen in der Themannstraße, der Naumannstraße, am Nudelberg, der Betriebsschule in der Wagenstädter Straße und dem ehemaligen Mühlhäuser Strickmoden in der Friedrich-Engel-Straße. Weiter geht es mit dem VEB Cotana Werk 1 in der Johannesstraße, dem Betriebsbereich 3 in der Mühlstraße und dem Betriebsbereich 5 in der Bahnhofstraße. Es folgt ein weiterer Großbetrieb der Stadt, die Westthüringer Kammgarnspinnerei Mühlhausen, kurz WKM genannt, mit Sitz in der Thomas-Münzer-Straße. Der VEB Schloss und Stahlbau in der Bonatstraße macht den Anfang der Schwerindustriebetriebe, gefolgt von Klees & Co. KG, später VEB Spezialnähmaschinenwerk Mühlhausen im Kombinat Textima in der Weidstraße und dem VEB Möwe Werk in der Brunnenstraße. Als Vertreter der Elektroindustrie folgt der VEB Röhrenwerk, später VEB Mikroelektronik mit seinen 2 Standorten in der Eisenacher Straße und in der Sondershäuser Landstraße und der Hermann Themert Thüringer Pflaumenmus- und Konservenfabrik in der Brunnenstraße als Vertreter der Lebensmittelindustrie. Weitere Betriebe waren Sauerkraut Alberti im Flarchen, die Wolldeckenfabrik in der Feldstraße, das Lederwarenwerk im Johannistal, das Stehlagerwerk in der Naumannstraße, VEB Fleisch- und Wurstwaren in der Windeberger Straße und nicht zu vergessen der Mühlhäuser Schlachthof in der Thomas-Münzer-Straße. Weiter geht es mit dem VEB Zekiva am Entenbühl, Förderwagen-Beschlagteile nach Harwand, der Druckerei Gast in der Ammerstraße, das Mühlhäuser Druckhaus in der Herrenstraße und Telelux an der Krümme. Fast hätte ich unsere Landwirtschaftsbetriebe unterschlagen, mit dem Landschafts- und Grünanlagenbau, kurz LGM, an der Breitsülze, der PGH Thomas Münzer in der Ammerlandstraße und dem ACZ in der Industriestraße. Weitere wichtige Firmen waren die Thüringer Möbelfabrik in der Naumannstraße und der VEB Maschinen- und Elektrogerätebau Mühlhausen in der Thomas-Münzer-Straße, der Bonatstraße und der Herrenstraße. Am Ende dieses Reigens genannt, aber nicht weniger wichtig, waren die letzten Brauereien von Mühlhausen mit dem VEB Mühlhäuser Brauhaus an der Burg, dem VEB Thüringer Brauerei und der Bergbrauerei in der Johannesstraße. Den Abschluss dieser Aufzählung bildet die Molkerei in der Sondershäuser Landstraße und das Textilveredelungswerk Hecht am Alten Blubach. Über die Hälfte der Einwohner der Stadt waren in diesen Betrieben beschäftigt. Hinzu kamen die Pendler aus den umliegenden Ortschaften. Hier nicht angeführt sind die Baubetriebe, Klempner- und Versorgungsbetriebe,
der Einzelhandel sowie die Gaststätten und die städtischen Betriebe. Alle zusammen machten die funktionierende Infrastruktur unserer Stadt aus, die ab 1989/90 Stück für Stück zerstört wurde. Beginnen möchte ich mit einem Betrieb, der mir persönlich sehr am Herzen lag, nicht nur, weil ich ihn und viele seiner Mitarbeiter kannte und in den Ferien dort selbst gearbeitet habe, vor allem, weil mein Vater seit seiner Lehre 1953 bis zu seinem vorzeitigen Ruhestand 1994 dort gearbeitet hat und, wie viele seiner Kollegen auch, mit dem Unternehmen eng verbunden war. Die Firma Klees & Flentje, eine Mühlhäuser Industriegeschichte. Gegründet wurde die Firma von Ernst Bernhard Klees 17.02.1839 bis 2.08.1909 und Franz Theodor Flentje 1841 bis 5.05.1890. Gegründet wurde die Firma Klees & Flentje OHG am 18. August 1869 in der Schlosserwerkstatt von Schlossermeister Georg Gottfried Müller. Diese befand sich in der heutigen Röpplingstraße 6, die 1869 noch kurze Gürmerstraße hieß und die Hausnummer 607 trug. Aus Platzmangel erfolgte bereits am 3. Oktober 1869 der Umzug der Firma an den Steinweg 201, heute Steinweg 7374. Bereits am 1. Februar 1870 erfolgte ein weiterer Umzug in die damalige Weidstraße 74C. 1889, Beginn der Fahrradproduktion unter dem Markennamen Pfeil. 1890, am 5. Mai stirbt der Firmenmitbegründer Franz Theodor Flentje. 15.11.1890, Umwandlung der Firma in ein einzelkaufmännisches Unternehmen. 1894, 25-jähriges Firmenjubiläum. 1900, bei Klees & Flentje arbeiten 1000 Beschäftigte. 1904. Firma Klees stellt den ersten in Mühlhausen entwickelten und gebauten LKW vor. 1909. Am 2. August stirbt Ernst Bernhard Klees. 27.08.1909. Erneute Umwandlung der Firma in eine GmbH. Geschäftsführer sind die Töchter von Ernst Bernhard Klees. 1926. Einstellung der Produktion für Haushaltsnähmaschinen. 1928, Einstellung der Fahrradproduktion. 1930, am 19. Dezember übernimmt die Stadt Mühlhausen eine Kreditbürgschaft für die Firma. 1931, Karl Arnold wird neuer Betriebsdirektor. 1932, am 18. November wird das erste Konkursverfahren gegen die Firma Klees eröffnet. 1933, am 24. April entsteht eine Auffanggesellschaft, die am 8. Mai in die Nachfolgegesellschaft Klees & Co. GmbH überführt wird. Als Geschäftsführer wird Karl Arnold eingesetzt. 1937. Umwandlung der Klees & Co. GmbH in die Personengesellschaft Klees & Co. KG. 1938. Verkauf der Firma an das Deutsche Reich. 1945. Nach Kriegsende. Dreimonatige Firmenschließung. 1945 bis 1947, Steigerung der Mitarbeiterzahl von ca. 60 auf 184, Produktion von Strick- und Nähmaschinen als Kriegsreparation für die Sowjetunion sowie Gebrauchsgegenstände, zum Beispiel Kartoffelquetschen und elektrische Wohnraumleuchten. März bis Oktober 1946, Beginn der Maschinendemontage als Reparation für die Sowjetunion. November 1946, der Maschinenabbau wird auf Betreiben des Direktors Arnold gestoppt. 1. April 1960, Aufnahme der sogenannten staatlichen Beteiligung in Höhe von 323.000 Mark. Die DDR war nun Gesellschafter und hielt die größten Anteile an der Firma. Kurt Arnold blieb weiter Direktor. Am 1. Januar 1965 schied Kurt Arnold aus dem Unternehmen aus und stirbt am 30. November desselben Jahres. Am 1. Januar 1967 wird Wolfgang Jung Geschäftsführer und löst die Doppelspitze Müller-Gerlach ab. 1968, Übernahme der Produktion von Nassnähmaschinen vom VEB Textilmaschinenbau Gera. 16. Mai 1972, Verstaatlichung der Firma, die nun VEB Spezialnähmaschinenwerk Mühlhausen hieß. 1972 bis 1989/90,
Fusionierung mit dem VEB Textilmaschinenbau, Angliederung an das Kombinat Textima. 1990. Austritt aus dem Kombinat Textima und Verwaltung durch die Treuhand. Die Firma hieß jetzt Gläsnähmaschinen GmbH. Am 1. Januar 1991 Aufspaltung der Firma in zwei Einzelbetriebe. Erstens Spezialteilefertigung, zweitens Gläs GmbH. 1994 Konkurs. Auflösung der Gläs GmbH zum 30. September 1994. Am 1.4.1995 folgte die Zwangsversteigerung. Am 15. August 1996 erscheint das Buch Die Fabrik Gläs und Flänche von Burkhard John. Burkhard John ist ein Insider, ein echter Gläsianer. 1955 begann er seine Schlosserlehre bei Gläs und blieb der Firma bis zum endgültigen Aus 1994 treu. Alle Informationen zur Gläsgeschichte stammen aus diesem Buch. Dafür meinen herzlichen Dank. Zwei wichtige und bekannte Gebäude, die zur Firma Gläs und Flänche gehörten, sollen an dieser Stelle ebenfalls kurzgeschichtlich vorgestellt werden. Das erste ist das Wohnhaus von Ernst Bernhard Gläs und seiner Familie am Kiliansgraben 10, die sogenannte Gläsvilla. Sie wurde 1893 erbaut. Bauherr war Ernst Bernhard Gläs. 1909, nach dem Tod von Ernst Bernhard Gläs, überschrieb seine Frau Dorothea die Villa an die vier Töchter. 1931 kaufte Erich Eckmann das Haus. Es ging 1934 durch Eckmanns Flucht in Reichseigentum über. Als Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches war von 1945 bis 1991 das Volk, sprich die DDR, der Besitzer. In der Villa befand sich während dieser Zeit ein Kindergarten. 1992 erfolgte die Rückgabe an die Eckmann-Töchter. Diese verkauften das Haus an Frau Dr. Groß, die es dann ebenfalls weiterveräußerte. Seit Mitte 2015 erstrahlt die Villa nach langem Leerstand frisch saniert im alten Glanz. Die einstige Firmenzentrale von Gläs und Flänche, das Verwaltungsgebäude in der Karl-Marx-Straße, die früher Friedrichstraße hieß und dort die Hausnummer 4 trägt, ist das zweite Gebäude, auf das ich kurz eingehen möchte. Das Haus wurde 1871 erbaut und als Verwaltung, Packerei und Tischlerei genutzt. 1933 erfolgte der Übertrag des Hausgrundstückes an Herrn Eschenbach und an Herrn Liedloff. 1938 Verkauf an das Deutsche Reich. Bis 1945 war hier das Heeresversorgungsamt. Von 1945 bis 1989 war es Landes- bzw. Staatseigentum der DDR und ab 1949 Volkspolizeikreisamt. Nachdem Mitte der 1990er Jahre die Polizei ihr neues Revier in der Brunnenstraße bezogen hatte, wurde das Gebäude umfangreich saniert und umgebaut. Es entstand in Trägerschaft des Unstrut-Heinig-Kreises ein Jugendwohnheim für Auszubildende mit 135 Heimplätzen. Nachdem seit 1994 die ehemaligen Produktionsgebäude leer standen und auch kein Kaufinteressent gefunden wurde, begann im Januar 2012 der Abriss. Von der Gläschen Bebauung des ehemaligen Grundstücks Martini 74C blieben nur das ehemalige Verwaltungsgebäude in der Karl-Marx-Straße, die Gläsvilla am Kiliansgraben und ein kleiner Teil des Quergebäudes der ehemaligen Firma, in dem zuletzt unter anderem die Lehrwerkstatt und im Keller die Nassgleitschleiferei untergebracht waren, übrig. In diesem Quergebäude, das saniert und umgebaut wurde, befindet sich schon seit einigen Jahren eine Firma, die sich mit der Herstellung von Zahnersatz beschäftigt. Die zweite Villa am Kiliansgraben 1213 gehört nicht zum Areal Martini 74C. Sie wurde 1871 gebaut, aber erst 1911 von Karl Gläs, dem Sohn von Ernst Bernhard Gläs, erworben. Zurück zum Abriss, der mit der Entkernung der Gebäude begann und seinen Fortgang im Abriss des Fachwerkgebäudes entlang der Weidstraße nahm. Dort war unter anderem der sogenannte Nüsschenbau zu finden. Mit Nüsschen sind hier nicht die Hartschalenfrüchte zum Essen, sondern die sogenannten Fadenführernüsschen an den Nähmaschinen gemeint. Später folgte das Backsteingebäude links neben dem Haupteingang, in dem einst die Dreherei untergebracht war.
Am längsten stand das zweite Quergebäude und das in den 1970er Jahren errichtete Heizhaus mit dem Schornstein. Im März 2012 traten dann die Planierraupen auf den Plan und LKW für LKW fuhr den übrig gebliebenen Schutt bergab. Was sollte nun mit der Lücke zwischen Kilians Graben und Weidstraße geschehen? Diskussionen gab es viele und die Vorschläge reichten vom Abenteuerspielplatz bis zu einem innerstädtischen Campingplatz. Im Nachhinein betrachtet ist wohl die jetzige Lösung die beste, obwohl auch am Kleespark, wie das Gelände jetzt heißt, noch etliches zu verbessern wäre. Wünschenswert wären zum Beispiel noch ein paar Bäume auf dem Areal und ein paar Büsche. Darüber zu entscheiden ist jedoch Aufgabe der Stadtgärtnerei und den zuständigen städtischen Ämtern. Ein paar Worte zum Kleesgedenkstein, der nicht unumstritten ist. Es handelt sich nicht um den Grabstein von Ernst Bernhard Klees, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Dieser stand auf dem alten Friedhof etwa 50 Meter von der Kapelle entfernt und sah ganz anders aus. Des Weiteren hätten unsere sowjetischen Freunde mit Sicherheit keinen Grabstein mit einem eisernen Kreuz stehen gelassen. Schön ist, dass die Verdienste von Ernst Bernhard Klees für unsere Stadt mit dem Gedenkstein gewürdigt werden. Meiner Meinung nach ist es sehr schade, dass Franz Theodor Flenche hier nicht genannt wird. Wenn auch Klees die wohl finanzkräftige und treibende Kraft bei der Gründung der Firma war, so wäre zumindest eine Erwähnung Flenches auf diesem Gedenkstein nur richtig und fair. Nicht richtig ist die Nummer des von Klees erworbenen Geländes. Es handelt sich um das Areal St. Martini 74C und nicht, wie auf dem Stein vermerkt, St. Martini 71C. Mit den Bildern der Firmengründer und der Zeichnung der Firma in der Weidstraße endet hier auch der Beitrag über Klees und Flenche, Klees und Co. oder das Spezialnähmaschinenwerk in Mühlhausen. Weitere Informationen können im Buch Die Fabrik Klees und Flenche von Burkhard John, das Grundlage dieser Dokumentation ist, nachgelesen werden. Weiter geht es im Reigen der abgerissenen Industriebauten in Mühlhausen mit einer Firma, die den Namen unserer Stadt auf kulinarische Weise mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt gemacht hat. Mühlhäuser Pflaumenmus, the best of the world, heute genau wie damals. Die Firmengründer waren das Ehepaar Luise und Hermann Themort. Hermann Themort übernahm den von seinem Vater Karl gegründeten und nach dessen Tod von seiner Mutter Mathilde weitergeführten Material- und Kolonialwarenladen in der Eisenacher Straße. Im Hinterhaus wurde schon zu Hermanns Kindheit Mousse und Konfitüre aus den Gartenfrüchten gekocht. Die benötigten Gewürze stammten aus dem kleinen Laden. Daraus entstand eine Geschäftsidee. Der Laden wurde aufgegeben und zum 1. November 1908 eine Firma gegründet. Der erste Firmen- und Vertriebsname, Herr T., war das zusammengesetzte Kürzel des Namens Hermann Themort. Zunächst wurde nur in geringem Maße produziert, doch die Qualität und der gute Geschmack der Herr-T-Produkte sprachen sich schnell herum. Die Produktion wurde erweitert und 1910 ging die erste Dampfmuskocherei noch in der Eisenacher Straße in Betrieb. Um der steigenden Nachfrage Herr zu werden, verlagerten die Themorts ihre Produktion 1916 in ihren Garten in der Brunnenstraße. Damals standen schon 10 Mousse-Kocherinnen und Kocher an den Kesseln. Nach 1918 wuchs die Firma weiter und aus dem Provisorium wurde 1924 eine neue Fabrik in der Brunnenstraße 4445. In den 1930er Jahren stieg die Produktion auf 1,5 Millionen Gläser im Jahr, was etwa 4000 Tonnen entspricht. Dazu waren Modernisierungen und höhere Lagerkapazitäten nötig. Die Belegschaft wuchs ständig an, produziert wurden nun auch Gemüse- und Gurkenkonserven sowie Fruchtsäfte und auch der Firmenname änderte sich in Herr-T, Thüringische Pflaumenmus- und Konservenfabrik. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges blieben Themort nur etwa 100 Beschäftigte, mit denen es unmöglich war, die steigende Versorgung vor allem auch der Armee zu realisieren. Trotz steigender Auftragslage ging die Produktion zurück und auch dringend nötige Investitionen wurden kriegsbedingt auf Eis gelegt. Im Jahr 1945 ging die Produktion ebenfalls weiter zurück,
da die alten Zulieferer sowohl für Verpackungsmaterial als auch für Obst und Gemüse vorwiegend in den westlichen Besatzungszonen lagen. Aufgrund der hohen Nachfrage neuer Zulieferer aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie der Umstieg von Weißblechbüchsen auf Gläser konnte die Produktion ab 1946 wieder ansteigen. Zunächst blieb der Firma eine Enteignung erspart. Es wurde weiter modernisiert und die Mitarbeiterzahl stieg bis 1950 auf 170. 1952 nahm die Thüringer Pflaumenmus- und Konservenfabrik Mühlhausen erfolgreich an der Leipziger Messe teil. Im selben Jahr stirbt der Firmengründer Hermann Themert. Mit der Aufnahme einer staatlichen Beteiligung im Jahre 1953 konnte die Produktion weiter ausgebaut werden und 1971 ein Gewinn von 1 Million Mark erwirtschaftet werden. 1972 kam endgültig die Verstaatlichung. Trotz ungebrochen hoher Nachfrage ging es mit dem VEB Thüringer Pflaumenmus- und Konservenfabrik seither stetig bergab. Es mangelte an allem. Um dieser Misere zu begegnen, wurde der Betrieb 1976 in den VEB Obst- und Gemüseverarbeitung Mühlhausen integriert. Aber auch das half nichts und der Verband wurde 1988 wieder aufgelöst. Nun hieß der Betrieb VEB Marmeladenfabrik Mühlhausen. Trotz der staatlichen Mangelwirtschaft blieb die Qualität des Themertschen Pflaumenmuses erhalten und erreicht nicht nur im Osten Kultstatus. 1993 wurden Reprivatisierungsansprüche durch die Themert-Erben gestellt. Diese bezogen sich aber nur auf das Grundstück. Dringend wurde ein neues Objekt für die privatisierte Firma, die jetzt Mühlhäuser Pflaumenmus GmbH hieß, gesucht und gefunden. 1995/96 erfolgte der Teilumzug in die Mühlstraße. Unter der Marke Mühlhäuser werden sowohl in Mühlhausen als auch in Mönchengladbach jährlich etwa 21 Millionen Gläser Pflaumenmus und Konfitüre produziert. Des Weiteren trägt das Mühlhäuser Pflaumenmus das CMA-Gütesiegel und darf das Herkunftszeichen Original Thüringer Qualität tragen. Es wird deutschlandweit in mehr als 34.000 Geschäften angeboten und ist als Exportschlager auch in Asien, Afrika und Amerika erhältlich. Nach dem Umzug des Unternehmens in die Mühlstraße stand die Fabrik und die Themert-Villa lange leer. Sehen wir uns erst einmal die alte Villa, in deren Garten einst der Siegeszug des Themertschen Pflaumenmuses begann, kurz vor dem Abriss noch einmal an. Ein Foto aus dem Jahr 1930, das schon einmal in der Firmengeschichte zu sehen war, zeigt das ehemalige Fabrikgebäude von fast derselben Position aus, von der auch die Aufnahme 2002 kurz vor dem Abriss gemacht wurde. Begonnen wurde der Abriss mit den Gebäudeteilen auf dem Hinterhof, die einst zur Erweiterung der Produktion angebaut wurden, und mit der Entkernung des gesamten Fabrikgebäudes sowie des Kesselhauses. Links im Bild ist der Rohbau des ehemaligen Arbeitsamtes am Schillerweg zu sehen. Diese Gebäude sind zwischenzeitlich umgebaut und werden heute als Wohnhäuser genutzt. Während der Abrissarbeiten, die mit dem Dach und danach dem Westflügel fortgesetzt wurden, fiel Schnee, was im Januar nicht unüblich ist, die Arbeiten aber wesentlich erschwerten. Die Aufnahmen vom Sommer 2015 zeigen das Gelände in heutigem, wieder bebauten Zustand. Während auf den Fotos der Abriss Stück für Stück voranschreitet, noch ein paar Worte zum Mühlhäuser Pflaumenmus. Unser heimisches Pflaumenmus zählte während der DDR-Zeit zur sogenannten Bückware. In den Geschäften war es mehr als nur selten regulär zu haben. Drei Möglichkeiten gab es, um an den begehrten Brotaufstrich zu kommen. Erstens, man kannte einen Firmenmitarbeiter aus der Pflaumenmus- bzw. Marmeladenbude, wie die Firma scherzhaft von den Mühlhäusern genannt wurde. Zweitens, man kannte eine Verkäuferin, die einem wohlgesonnen war. Und drittens, man fuhr nach Berlin oder ließ es sich aus Berlin mitbringen. Kurios, aber zu DDR-Zeiten gang und gäbe. Wie werden Pflaumen zu Thüringer oder besser zu Mühlhäuser Pflaumenmus? Heutzutage kommen die Pflaumen für das Mus aus Thüringer Anbaugebieten, hauptsächlich aus Gierstedt bei Erfurt.
Dort werden die Früchte zu Saft und zu dem für die Mousseherstellung wichtigen Obstmark verarbeitet. In Mühlhausen werden dem Obstmark dann die Aromen und die geheimen Gewürze zugemischt. 2 Stunden bei 90 bis 100 Grad Celsius kochen, nicht anbrennen lassen und fertig ist das Mühlhäuser Pflaumenmus, das man in den Sorten gewürzt, stückig, für Diabetiker und für Gourmets auch hier kaufen kann, ohne unbedingt nach Berlin fahren zu müssen. Nach diesen kleinen Ausflügen in DDR-Realität und Omas Pflaumenmus-Küche zurück zum Abriss der Pflaumenmus-Fabrik. Mitte März 2002 wurden die Abriss- und Aufräumarbeiten auf dem Themort-Gelände abgeschlossen. Lange wurde nach einem Kaufinteressenten gesucht. Anfang 2004 fand man endlich einen Käufer, der aber nur etwa die Hälfte des Geländes zum Bau eines Supermarktes erwarb. Das ist auch der Grund, warum es in der Brunnenstraße neben dem Supermarkt heute, 2015, noch genauso aussieht wie 2004. Dieser Teil des Geländes ist immer noch nicht verkauft und liegt seit 2004 brach. Im April 2004 titelt die TLZ: Endlich Baubeginn auf dem Themort-Areal. An der Ecke Brunnenstraße-Eisenacher Straße entstand ein Plus-Einkaufsmarkt. Seit Übernahme der Plus-Warenhandelsgesellschaft durch Edeka im Jahre 2010 ist hier eine der Mühlhäuser-Filialen der Edeka-Tochter Netto zu finden. Wie in diesen Bildern zusammengefasst, präsentiert sich das ehemalige Themort-Gelände an der Ecke Brunnenstraße-Eisenacher Straße heute im Jahr 2015. Dringend wird für das Restgelände noch ein Käufer oder Investor gesucht, damit auch dieser Schandfleck aus dem Stadtbild bald verschwindet. Wir gehen nun noch einmal etwa 20 Jahre zurück, an den Punkt, wo sich die Geschichte der ehemaligen Firma von Hermann Themort und die des Textilfärbebetriebes Cotana, Werk 6 bzw. Betriebsbereich 3, ehemals Giebe, berühren. Nach erfolgreicher Sanierung bezog das Lebensmittelunternehmen Mühlhäuser Pflaumenmus GmbH eines der letzten nicht abgerissenen Gebäude des ehemaligen Textilfärbe- und Veredelungsbetriebes in der Mühlstraße. Diesen Schnittpunkt der beiden Firmengeschichten nehme ich zum Anlass, die Dokumentation über die Firma Themort abzuschließen. Zugleich wende ich mich der Geschichte der Firma Giebe zu. Die Firmengründer kamen als hugenottische, also französische Einwanderer nach Deutschland. Nachdem sie in Lemgo, Westfalen auch keine Heimat fanden, siedelten sie sich in Mühlhausen an. 1805, Firmengründung als Garngroßhandlung und Garnveredelung in der damaligen Jüdenstraße 10. Als Nachfolger eröffnete später August Pabst in der heutigen Jüdenstraße 30 sein Schuhwarenhaus. Um 1875, Umzug in die Mühlstraße 33. Hier entstand ein moderner Großbetrieb der Textilveredelung. 1895, Brand eines Lagerschuppens und im Pferdestall. 1919, Anschluss an das örtliche Stromnetz. 1923, Zahlungsmittelnot. Neben anderen Großbetrieben der Stadt muss auch die Firma Giebe mit Genehmigung des Magistrats der Stadt Mühlhausen Notgeldscheine ausgeben. Vor und während des Zweiten Weltkrieges lief die Produktion weitgehend reibungslos. Hauptauftraggeber war ab Mitte der 1930er Jahre die deutsche Wehrmacht. 1945, Konfiszierung der Firma laut SMAD-Befehl 124-126. Die SMAD war die sowjetische Militäradministration in Deutschland, sprich die sowjetische Besatzungsmacht. 1946. Am 24. Juli wird die Firma SF Giebe enteignet und an das Land Thüringen übergeben. Dies erfolgte laut den SMAD-Befehlen 154-181 und 310. Ab 1946 Modernisierung und Automatisierung der Anlagen. 1954 Angliederung an den VEB Baumwollwerke Mühlhausen als Textilveredelung Werk 6.
1962. Bau der Inlet-Färberei und des Braunkohleheizkraftwerkes. 1968. Zusammenschluss von 8 Baumwollwerken zum VEB Kutana. Das Werk 6 hieß jetzt Betriebsbereich 3. 1970 bis 1990. Der VEB Kutana ist einziger Hersteller von Inlet in der Deutschen Demokratischen Republik und betreibt hier die produktivste Färbe-, Trocknungs- und Textilveredelungsanlage. In den 1980er Jahren. Bau eines Ölheizwerkes zur besseren Versorgung des Neubaugebietes Gartenstraße, der Görmer Kaserne und der POS 9, heute Forstbergschule, mit Heizdampf. 1991 bis 1994. Herauslösung aus dem Kombinat Baumwolle der ehemaligen DDR. Auflösung des VEB Kutana. Verkauf des Inventars und der meist veralteten Maschinen, oft nur zu Schrottpreisen. Im September beginnt der Abriss des Großteils der 38 Gebäude und die Teilsanierung. 1995. Im Mai bezog die Mühlhäuser Pflaumenmus GmbH das grundsanierte Gebäude des ehemaligen Rohwaren- und Farblagers in der Mühlstraße 33. August 1996. Abschluss der Abrissarbeiten und der Sanierung des Geländes. Giebe und Kutana sind Industriegeschichte. Die ersten drei Industriebetriebe Mühlhausens, die seit der Wende 1989-90 aus dem Stadtbild verschwunden sind, habe ich vorgestellt und ihre Geschichte erzählt. Natürlich kann ich nicht über alle Betriebe, die es einst in unserer Stadt gab, berichten, aber es werden noch einige folgen. Da wären zum Beispiel die ehemalige Molkerei in der Sondershäuser Landstraße, die damals noch Görmer Landstraße hieß, das Lederwarenwerk im Johannistal, die Möwe in der Brunnenstraße, ein Teil der Mylana-Werke, Telelux an der Krümme oder Zikiva am Entenbühl sowie der Umbau der Röhrenwerkskantine am Lindenbühl, die ich in den nächsten Folgen dieser Reihe in Erinnerung rufen werde.